Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Rumble Time. Jo Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann drückt gerne auf Abonnieren, direkt daneben auf das Glöckchen und auf Aktivieren und dann kriegt ihr immer eine neue Benachrichtigung, wenn wir ein neues Video hochladen. Zudem könnt ihr gerne mal ein Like da lassen, dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Läuft die Glock! Jo, wir gehen direkt in den Rumble rein und dann sehen wir auch schon, juhu. Gegen Garbanzos 2, sofort und gleich, YouTube 2, Gilde Nummer 2 am Start. So, dann haben wir hier, das ist jetzt kein schöner Start, aber das kriegen wir auch hin. So, hier jetzt Fieberträume. Jawohl. Die Lila, okay. Starfington Academy nach rechts. Uiuiuiui, Tiffy, hier jetzt mal den Biegeschuleabschluss erstmal. So, dann Begrüßungsmojitos. Und das war's. 92 Punkte. Match Nummer 1 ist fertig. Sabot. Ja, warum habe ich eigentlich die bewaffneten Rehe da noch drin? Und den Leon Peddard, na gut, der ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, aber das ist natürlich tausendmal geiler, ne? So, jetzt spiele ich mal den Stewie. Das hier wäre Art of War oder ich mache medizinischen Stewie, den ich persönlich ziemlich geil finde. Jetzt habe ich das Problem, dass tatsächlich hier die Gasattacke hier nach vorne mir den kaputt macht. Aber gut, was willst du machen? Das ist wie es ist. Ich werde jetzt hier den Director Peter spielen und dann haben wir leider noch nicht alles zusammen, was wir brauchen. Aber Ballon oder Ballonschießer wird jetzt hier mir die Punkte holen, die ich brauche, damit dieses Match gewonnen wird. So, noch acht Stück noch offen. I am Nolz. So, hier haben wir jetzt natürlich den Bob und oh. Nein, ich balle den jetzt mit dem Home Ec Teacher weg. Fertig. Weil damit ist das Ding ja jetzt schon erledigt. Ah, okay. Ja, kommen wir mal in den Leon Pettert wieder. Es ist halt einfach eine starke Karte. Also, Leon Pettert ist halt einfach stark. So, oh, jetzt habe ich mal endlich was Leichtes, also glaube ich zumindest. Cigarette Addicts wäre jetzt hier schon mal eine Sache, die man spielen kann. Leon Peddard. Jetzt ist es ganz interessant. Ne, wir machen Cigarette Addicts. Machen Cigarette Addicts, fertig. Dr. Zoidberg. Jetzt hier den Mission Doktor. Und eine glatte 100. So. Dankeschön. Bitteschön. Der Herr Sofort hat mir jetzt gerade ein Stück Pizza gebracht. Genau. So. Ja, jetzt müssen wir einfach mal. Oh, was das duftet. Das ist. Oh, ist das jetzt übel. Also das. Hä? Ich wollte gerade sagen, seit wann denn das jetzt hier? Ja, Bobby.
Und dann heilen wir gleich noch mit. Hier jetzt noch den Cadet Hill nach vorne ballern lassen. Und das war's. Eine glatte 100. Mega geil. So, 37.000. Schönes Ergebnis. Tina. Schlimme, machen wir zur schlimmen Tina. Ja, dann nehmen wir natürlich. Jetzt können wir mal einen Unterschied sehen. Eine komplett gemaxte 25,19, 28, 21. Also ein bisschen Unterschied ist auf jeden Fall zu sehen. Nicht ganz so viel, wie man sich es eigentlich wünschen würde, aber schon deutlich. So. Wir machen mal ganz kurz einen Zwischenstand jetzt hier. Da bei denen haben gekämpft tatsächlich 36. Die haben nur 17.000 geholt. Okay, bei uns. Gabriel D. 999, James 999, Magolo 500, 997, Silber 996, Arschkrebs 995, Marunga 994, Tristan 991, Happy Cat 99, Dale 988, Caleb 986, Andrelo 986, Rockley 976, Outlaw Deke 974, Badass Charlene 969, Luca P. 968, Tim Friedi 967, Lord Universe 963, Quarkmüller 961, Albertus 952, Mobi 950, Ruffy Traffy 943, BBB 938, Bully YF 933, Termonchen 914, Gamer Guy 913, Han Yen 909, X-Strike 901, Dusel, Hey Ho, Hey ho, Oli Z, Lenshi, Max Max, Luke, Me, Aw, Kirsten Fass, Andrew, Nick James, Simal, Dreamy, Marakta, Master Mick. Dann komme ich, Judith und Jake. Da haben wir ungefähr so viele wie in Gilde 1. What the hell? What the hell is going on here? What the? So, dann die schlimme Tina hinterher. Dr. Zoidberg. Sniper Zoidberg. Roger, Roger, Roger. Roger, Roger. Noch drei Matches zu spielen. Bob, Homemade Teacher, ich weiß, Fahrtschool Jimmy Jr. hätte ich auch spielen können, aber wenn ich das sehe, was hier jetzt gerade da passiert, LA Entertainment, eine glatte 100 gegen Mu 93. Dann haben wir noch zwei. The Kiane, Biegeschule, Biegeschule Abschluss, Lila, Fugenpistole und jetzt sind wir durch. Jetzt kommt Balloon Fight noch mit hinzu und dann ist The Kiane fertig mit 98. So, noch ein einziges Match, dann haben wir es geschafft. 38.000. War 2. So. Das war jetzt nicht so wirklich gut. Hätte ich das jetzt gewusst, na gut, jetzt ist es eh rum. Jetzt, Fourscore, K-Pop Peter. Ja, ist eigentlich doch noch ganz gut gelaufen. Das ist nochmal eine glatte 100 geworden. So. Auf jeden Fall gut. Ja, damit würde ich sagen, haben wir hier auf jeden Fall dieses Match definitiv gewonnen. Ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit Miniman gleich. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.